Jo, hi und herzlich willkommen hier zu einer weiteren geilen, richtig krassen Aufnahme mit. Nico hat mich gehauen, sag ich nicht. Mit dem Mineboy alias René, dem Marc und dem hoffentlich bald ertrinkenden Niklas. Hallo. Tada! Hier direkt vor unserer Schneewittchenvilla. Nicht wahr? Was steht da oben? Was steht da oben? Tollste Arbeit. Weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz. Bittchen. Übrigens schreibt man Schneewittchen mit Doppel-T, aber das ist eine andere Geschichte. Die Witwe. Ja. Bittchen. Ja, mit Doppel-T. Google Seit wann wird mal. Witwe mit Doppel-T Guck geschrieben? doch einfach mal. Google, Google, Google. Ich habe vorhin selbst Ich gegoogelt, will weil ich aber einen recht Titel haben schreiben mit musste. Witwe. Ich habe es auch mit einem T erst geschrieben und dann habe ich nochmal gegoogelt und dann habe ich festgestellt, upsala, war falsch. Ansonsten hat sich Google geirrt. Witwe oder Wittip? Warte, Nein, es kommt. beziehungsweise eine Witwe, WWE, ist eine Person, deren Ehepartner verstorben ist. Und es wird mit WITWE geschrieben. Jetzt muss ich Schneewittchen nachgucken und es wird dann bestimmt mit Doppel-T geschrieben, weil Aber es mich trollen will. Schneewittchen hat doch nichts mit Witwe zu Alt. tun. Pff, doch, bei Marc schon. Na klar. Naja, sie ist Witwe geworden, weil die Zwerge gestorben sind. Die sind auch nicht gestorben. Wer ist endlich Na gestorben wieso? bei Die hat doch keinen Schneewittchen? Vater, oder hat sie? Warte mal, Dann obwohl sie hatte wäre ja nie sie einen aber Ehemann. weise und dann nicht Witwe. God, mein goodness. Lass mich, sowas lernt man in der Schule nicht. Ja, das Dann gilt schreibe ich auch jetzt für eben Schneewittchen mit Allgemeinbildung. Doppel-T, dann passt es nicht mehr auf die Zeile. Eure Schuld, ja. Hervorragend. Hättest du die Scheiße doch gleich gelassen. Nee. Tada. Ey, ich So, wir hab doch auf brauchen. eine Zeile. Ah, oh, das System ist drüben angeschlossen. Das ist ja schon mal hervorragend. Ey, 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 was brauchen wir jetzt? Ich bin gerade noch ein bisschen ratlos. Für die Aktion verlange ich Gelder aus meiner Spendenhotline. Ja. Pass auf, was wollten wir machen? Wir wollten jetzt das System rüberholen, nicht wahr? Ja, und du wolltest dafür was haben, und zwar etwas, was auf einmal stackweise rauspumpen kann. Ja. Und da hätte ich was. Das ist gut, dass du etwas hättest. Warum kann ich jetzt nicht mehr sprinten? Tja. Mir hat übrigens letztes Mal einer in die Kommentare geschrieben, hey, ich bin bereit, du bist zu blöd zum Sprinten. Okay. Das war ungefähr so mein Humor. Gute Die Nacht. war, die war. Oh, wer wird letzter? Wer wird letzter? Oh! Oder verschrieben. Gute Ich Nacht werde um 8. letzter. Ja, Noch hast du Niklas. eine Chance. Los, schnell, korrigier dich. Korrigier dich schnell. René schafft's nicht. Ja. Oh, Pech gehabt. Selbst Niklas, also mit so einer langen Verlängerung. Ja, ich muss hier gerade noch. Ja, du musst. So, jetzt kann Als ich meine Mutter mal. jetzt reinkommt und fragt, was ich mache, ich sag dann, ich lerne für BB her. Klar, kriegen wir hin. In Deutsch habe ich heute auch schon gelernt. Ich weiß jetzt, dass Schneewittchen mit Doppel-T geschrieben hat. Ist ein toller Erfolg, den kannst du bestimmt deiner Mutter richtig gut beibringen. Ja, genau. Oder Freut sich, was frag. für ein fleißiger Junge ich bin. So. Ja, nö. Was war daran jetzt so lustig? Ist Irgendwie klar. alles. Scheiße, 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 nee. Nee, scheiße, nee. Ach, Kacke. Das war so ziemlich die beste Formulierung vom SP, die es jemals gab. Scheiße, 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 nee, scheiße, nee, nee. Oder irgendwie so. Ja, du kannst Wiederhol das nochmal. nicht. Du kannst das nicht. Nee, nee, kann ich auch nicht, weil ich das nicht so oft übe wie du. Oh, Ich übe das zwei nicht. Creeper vorm Haus. Dann würde ich Dann lass nicht ihn rausgehen. explodieren. Fliegt da oben raus. Und lockt sie weg ins Wasser. Ja. Was wollte uns der Künstler damit sagen? Wasser. Was? Request und hier ist die Basic. So, die Basic, Basic, Basic ist da. Request zum hier und da. Und da. So, oder? Ja. Um. Oh. Und Keine alles ist noch Sorge, ganz. im Wasser. Also die Minimap sieht noch genauso aus wie vorher, dementsprechend. Puh. Hat hier jemand einen Weg lang gebaut? Ja. Okay. Wenn wir jetzt Das sah so hier die komisch aus. Transportpipe ranpacken. Das Problem ist nur, ich habe keine Energiequelle hier. Ach, Kacke. Wir brauchen eine zweite Energiequelle. Wie heißen die? Wie heißt denn dieses komische Ding da von, keine Ahnung. Logistic Power Junction.
Okay. Eine Basic haben wir noch, Eisen, Redstone, wir brauchen eine Gold Gear. Oh, ja. Fisch, hat irgendjemand? Ob wir es brauchen oder ob wir es haben? Haben. Nö. Nur hier unten im System. Ja, für dich vielleicht. Nicht. Ja, aber hier kein Eisen mehr. Ist drüben, wa? Fuck. Ah, scheiße, Mann. Wird da drüben auch nicht mehr funktionieren, weil wir keinen Strom mehr drauf haben, Niklas. Doch, ein bisschen was haben wir noch. Diese Lampen erinnern mich an einen U-Bahnhof. Weil der Power Junction braucht auch Strom, deswegen. Wir haben auch keine Fisch. Okay, hier ist nichts. Wollen wir hier gerade reinmachen? Okay, naja, wir haben jetzt gerade... Was mag ich denn hier, Mann? Was soll denn die Scheiße? Kann man bei den Dingern was kaputt machen? Bei welchen denn? Hier so drauf, auf dem, wo ich gerade draufstehe. Man kann so vieles kaputt machen. Dir traue ich das auch zu. Aber auch nur wegen der einen Aktion mit den Schuhen. Okay, ich mache mir jetzt mal irgendwelche Longfall Boots, oder wie die hießen. Mach dann, die Boots sehen ungefähr genauso aus, wie er das beschrieben hat. Bau die, bam, Quarry weg. Nein, die Quarry war nicht weg. Niklas hat's ja nochmal gemacht hinterher. Stimmt. Und dann war die Quarry weg. Weil Niklas es ja gemacht hat, ist es ja kaputt. Ich vergesse es immer. Genau, ich bin wieder an allem schuld. Ne, nicht an allem. Bist du auch. Doch. Nur an den wichtigen Sachen. Ja, und falls jemand in Lava fällt, bist du auch immer dran schuld. Ja. Das bestreite ich nicht. Nein, ich wollte das nicht. Alter, ich habe mich gerade in dem kleinen Haus hier verlaufen. Das war voll gegen die Wand gelaufen, anstatt zum Ausland. Ausgang. Zum Ausland? Ausland! Da haben wir gar keinen Fisch mehr. Hast du gerade irgendwie so ein Gier eingesammelt? Nee. Was denn? Das ist ein Gier. So. Guck mal, Fisch müsste unten drin sein, glaube ich. Jetzt kannst du mal aufhören, mir meinen ganzen Fisch zu klauen. Habe ich jetzt was aufgenommen? Alles, so ziemlich, also so eineinhalb Stacks oder so. Ich habe gerade mal einen Stack und davon hatte ich selbst fast einen voll gehabt. Warum habe ich dann 62 requested? Keine Ahnung. Frag nicht, warum genau 62. Ja, ich musste gerade. Manchmal muss ich auch überlegen, ich bin schon alt. Du bist ja fast 30. 30, Alter. 30 ist so ein geiles Alter. Nur mit 40 fängt man dann an, alt zu werden. Genau. Die beiden kleinen Jungspunde hier sind genauso alt. Zum Kotzen. Es gibt zwei Altersstufen. Einmal bei 25 und einmal dann ab 40. Okay. 25 ist Halbwertszeit und dann bei 40 wirst du alt. Das sagt mir jetzt ein wie altjähriger? 14, 15? Ja, haut hin. Gefühlte 13? Hey! Das ist normal. Quatsch. Nicht normal. So, requesten wir das mal. Das ist wieder die Folge der Komplimente heute. Oh ja. Wenn du welche willst, sag Bescheid. Kriegst du sowieso nicht. Aber nur für den Fall der Fälle, dass du welche willst. Sag Bescheid. Ach, Iron brauche ich. Genau. Ich habe mir ein eigenes Jetpack gemacht. Echt jetzt? Früher. Und dann habe ich es verloren. Ich. Aber das war ja... Fragt man sich, wie das geschehen konnte. Ja, wir hätten das Loch nicht zugemacht. Entweder war es Marco oder du. Niklas. Jetzt bin wieder ich an allem schuld. Das war deine scheiß Monsterfalle mit einem Loch oben drinne. Das kannst du gewesen sein. Dir war gar nicht mich verdächtigt, weil ich so blöd war und einmal einen Block tiefes Loch. Das ist doch unlogisch. Wie kann man in ein Loch fliegen, was einmal einen Block groß ist? Auch prinzipiell ist wie beim Golfen war. Minecraft ist so groß. Die ganze Welt hier ist so scheiße groß und ich fliege in so ein dämliches Loch. Ach, mach dir nichts draus. Ich hätte eher am Lotto gewinnen können, anstatt da reinzufliegen. Hast du? Nö. Ich darf noch nicht Lotto spielen. Was mach ich denn jetzt? Ich würde sagen, ich mach das so. Kreuz die 7 an. 7 angekreuzt. Hat nicht geholfen. Und jetzt? Probier's nächste Mal mit der 6. Okay, ja, warte. 6. Auch nicht. 33 und 24. Jupp, gewonnen. Klasse. Dobby. Jetzt so eine richtige, kriegst du so die Hälfte von deinem Lottoscheingeld wieder zurück. Oh, das wäre schön.
Ich brauche eine Basic. Hat jemand eine Basic? Nö, nicht für dich. Nein, ich habe gerade keine. Ich aber. Willst du uns verarschen? Ich habe eventuell gute Laune. Es könnte daran liegen, dass diesmal nur die Hälfte kaputt gegangen ist und wir pünktlich angefangen haben und pünktlich war es nicht ganz. Ja, okay, die 5 Minuten. 5? Oder 10. Oder 15, ist egal, wie haben wir es überhaupt jetzt? Uhrzeit? Uhrenvergleich. Ja, genau. Scheiße, ich kann meine Uhr nicht lesen. War nur 20 Minuten später. Weil es dunkel in meinem Raum ist. Sag mal, Nikolaus? Ja? Niki, haben wir noch eine Face Transport Pipe hier irgendwo rumliegen? Ich schau dir in die Augen, Kleines. Ja? Ja? Wir haben bei der alten Base von meiner Quarry, die zum Monster verleihen wurde, hängt noch eine, glaube ich, rum. Von deiner Quarry, die zum Monster? Da hängt noch eine Face Transport Pipe rum? Ja, eine Teleport Pipe. Ja, wo soll die denn da rumhängen? Hast du an die Wand gehangen oder was? Jetzt hab ich's wieder. Ist okay. Du hast da mal versucht, die ganzen Kisten auszupumpen. Ah, die! Ja, und die hängt da noch. Die hängt da noch. Die hab ich doch abgebaut, oder? Nein, die hängt da noch. Echt jetzt? Ja, sie hängt hier noch. Jetzt hängt sie nicht mehr da. Gib mal her, bitte. Please. Niklas, ich bin hinter dir. Willst du mich endlich verarschen? Oh. Wow, Teleportation, Enderman. Wo ist sie? Komm mit hier oben hin. Ja, ich bin ja schon gleich da. So, hier die Übergabe. Zack. Alter Schwede, du kannst Face Transport Pipes kotzen. Boah. Ja, ich meine, das ist nicht mehr gut. Bulimie. Welche. Da. Welche. Frequenz? Boah, soll ich das wissen? Da war. Na, du wolltest doch drüben das jetzt anschließen, das war aus dem anderen Lager. Du wolltest es vorbereiten, Alter, mit dem Lager. Ich hab da nie gesagt, ich würde da was vorbereiten. Ich hab dir aber gesagt, du sollst es vorbereiten. Punkt. Was soll ich da vorbereiten? Na, dass alles rausgepumpt wird mit Eisentransport-Dingsbumsen da. Hier, mit Eisen? Alter, dass die One-Way rausgepumpt werden, Kollege. Ich hab gesagt, ich hab die Pipe und das Modul, damit stackweise rausgepumpt wird. Warte mal kurz, ich geh kotzen. Public. Warte mal, hier kriegst du noch ein paar Holzdinge. Die kannst du auch rauskotzen. Bitte. Danke. Ja, toll. Jetzt liegen die da unten, du Fregel. Zum Glück haben wir kein Problem mit Holz. Schön. Und warum liegen die da? Weil Niklas seine Unterwasser, weiß ich nicht, hier Verkleidung machen wollte. Das war unter dem Boden. Jetzt liegt da unten Holz drin. Fischkopf. Wo ist haben doch so, Elefantenkorb. Haben wir so wenig. Ja, wir haben so wenig Holz, ich weiß. Das ist die ein Grafenkorb übrigens. Nein, Liga-Korb. Nee. Mark? Käferkorb. Nick. Wie lauter? SP. Ich habe eine Frage. Welche Pipe wolltest du mir geben? Gar keine. Ja, dann musst du das Lager selbst drüben anschießen, wenn ich sie rüberpumpen soll. Ja, ich will die Pipe aber setzen. Ne, dann bereite doch dieses scheiß Lager vor. Entweder willst du es oder willst du es nicht, aber dann mach es doch wenigstens. Du kannst auch alles vorbereiten und ich mach. Damit du die entscheidende Pipe setzt, wa? Familien. Hör mal, Alter, ich habe das größte Zimmer von allen, also zieh Leine. Meine Familien Fresse. Im Brennpunkt. Aber Alter, noch ein Sprachfehler drin. Kannst es kommt nicht auf die Größe an. Das nicht mal richtig. Auf die Technik. Auf die Breite. Digga. Das Problem ist, dass Niklas überall verloren hat. Punkt. Fick dich. So, und jetzt musst du Grin hier auch noch unter Kreuzfeuer nehmen. Und dann weil ich es kann. Ah, ich mache mal 4000er K vielleicht. Damit wir die verschiedensten. Sind alles 63 Module, wa? Ihr wisst haben wahrscheinlich. Haben wir schon irgendwas, wo ich mein Chatpack wieder aufladen kann? Ja, na klar. Und ja, du? Hier drin, wo jetzt gerade meins hier, drin ist. Hier. Nein, komm mal her. Pack mal dein Jetpack hier oben bei dem geothermalen Generator rein. Nimm die hinteren, die sind voll, die machen am meisten. Genau, ganz oben reinpacken dein Jetpack. Okay. Und es dürfte weiß eigentlich noch jemand, auch aufladen. Genau. Jo. Weiß noch jemand, wie die letzte Aufnahme war, wo wir alle so total müde waren und so weiter? Ich packe eine Lampe. Oh ja, ich weiß noch, die war total gut. Und einer hat unten drunter in den Kommentaren geschrieben. Eure Let's Plays sind total interessant, ich mag es voll dabei zuzugucken.
Und heute versauen wir alles. Heute sind wir wieder so außergewöhnlich normal. Langweilige Folgen sind also auch beliebt. Yay! Willst du jetzt die Pipe haben oder nicht? Ziehleine. Nein, pass auf. Gehen. Niklas, du machst drüben den Scheiß. Ich brauche eine genauere Definition von dem Scheiß. Na, dass das ausgepumpt wird und ich sorge dafür, dass wir genug Festplatten haben. Nein! Oh, der war so schön. Ist schon wieder Nacht oder was? Ihr habt noch gar nicht bestätigt, dass ihr jetzt auch schlafen gehen wollt, deswegen als ungültig. Als ob wir das bestätigen müssten. Du bist doch derjenige, der sofort ins Bett rennt, Alter. Mutti, ich war ja schon im Bett. Bettchen. Du warst schon im Bett und hast nichts geschrieben? Nein, weil ich dachte, ihr wollt auch irgendwie eine halbe Stunde was rummachen und dann wäre es wieder ungültig und das kommt natürlich nicht. Wir machen eine halbe Stunde was rum, hallo? Geht's noch? Ja, das macht ihr sonst auch immer. Ich laufe dem SP aus dem Keller hinterher, sehe, es ist Nacht und sehe ihn sowas von zielstrebig einfach nur auf sein Zimmer zu rennen und denke mir nur so, what the fuck, der will Erster werden. What the fuck? Arsch, ey. Du hast so recht. What the fuck, Sir? Und what the fuck, ich wünsche euch eine schöne Aufnahme, Folge und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Also bis dann. Wieso? Ciao. Ciao, warum?